Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf dem Tasty Hike Kanal. Servus. Wir sind heute mal ganz woanders unterwegs. Wir sind ganz weit im Osten. Also wir sind noch im Allgäu. So gerade noch. Und zwar in Buching. Genau, wir sind, das liegt bei Füssen. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. In der Nähe vom Schloss Neuschwanstein. Das kennt wahrscheinlich jeder. Genau, und hier machen wir unsere letzte Wanderung, die wir für unseren Wanderführer recherchieren, der nächstes Jahr erscheint. Und ja, ist wahrscheinlich auch so die letzte richtige Wanderung mit richtig schönem Herbstwetter oder noch. Jana ist schon wieder pessimistisch. Es wird November, wird auch geil. Es gibt nochmal 20 Videos im November mindestens. Okay. Das heißt, ihr seht die dann irgendwann 2024. Wir laufen jetzt los. Nach 327 Höhenmetern auf 1,7 Kilometer sind wir jetzt oben angekommen. Also es geht relativ steil den Berg rauf über Wurzelwege. Auch voll schön. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Weg, muss man sagen. Und jetzt sind wir hier oben angekommen. Christian, wie heißt die Hütte, wo wir sind? Buchenbergalb. Hat ein bisschen gedauert. Genau, Buchenbergalb sind wir jetzt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was einkehren können. Wir waren jetzt doch nicht einkehren. Es war eine zu lange Schlange. Bisschen voll. dafür haben wir aber zum Glück eine eigene Brotzeit mit dabei gehabt. Deswegen war das gar nicht so schlimm und wir haben uns hier ganz gemütlich auf dieser Wiese hier gesessen und die Brotzeit mit einer richtig schönen Aussicht genossen. Wir haben es leider vergessen zu filmen, weil wir so gierig waren. Genau, aber wir blenden euch hier gerne mal ein Bild ein von der Brotzeit. Dann könnt ihr sehen, wie es ausgesehen hat. Und das Rezept dazu findet ihr dann ab nächsten Frühjahr in unserem Wanderführer. Genauso wie die Wanderung natürlich. Auf geht's. Also wer faul ist und nicht wandern geht, was jetzt ja bei euch niemand ist, der könnte auch hier mit der Bahn fahren. Also genau wie das auf dem Hinweg steil bergauf durch den Wald ging, geht es jetzt steil bergab auf dem Rückweg auch wieder durch den Wald. Aber dieser Teil ist sogar noch schöner als der erste. Also es ist ein richtig schöner Waldwanderweg, der sich wirklich, wirklich lohnt.
kann mir das hier auch sehr gut im Sommer vorstellen, weil es hier wirklich permanent durch den Wald geht. Also wenn es so ein richtig heißer Sommertag ist, ist es, glaube ich, recht angenehm zum Laufen. Wir sind wieder unten im Tal. Es war jetzt keine mega lange Wanderung. Ich glaube, wie viele Kilometer waren es, Christian? 3? Knappe 4. Knappe 4 Kilometer, also 2 hoch, 2 runter. Aber war sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also landschaftlich richtig, richtig zu empfehlen. Das stimmt. Der Weg hoch ist schön, der Weg runter ist schön und die Aussicht ist auch sehr schön. Genau, und die Alpe ist sicherlich auch schön. Da war es jetzt einfach nur ein bisschen voll. Deswegen konnten wir da nicht so viel filmen oder was essen. Aber ist mit Sicherheit auch schön. Und ja, wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Servus. Ciao.